Das ist Zeichen für Ortsbauleiter. Und die Schulterstücken, das ist Brandmeister. Hallo Felix, hallo Felix, grüß dich. Hallo Felix, grüß dich. Alles Gute persönlich. Danke, danke, danke. Klaus, grüß dich. Uli, grüß dich. Daniel. So, 8. Geburtstag. Was ordentlich ist. Hast du mal die Schuhe ausziehen? Wegen der deutschen Grundordnung. Nein, das gibt's nicht. Nein, die sind nass. Nur. So. Die Feuerwehr ist kein Verein. Die Feuerwehr ist die Feuerwehr. Das kann man nicht gleichsetzen mit den Kegler und Fußballer. Das ist die Feuerwehr. Wir sind eine Organisation. Ja, und die sind eben da, wenn das Wasser in der Dorfbach steigt, kommt die Feuerwehr. Und wenn es bald kommt die Feuerwehr. Also wir sind immer da. Also wir helfen. Wir haben zwar freiwillig uns entschieden, aber haben jetzt irgendwo doch eine gewaltige Verpflichtung, wenn man immer dabei ist. Und da müssen wir auch gerade stehen dafür. Ne? Also da ist nicht, wenn die Nacht um drei die Sirene geht, dass wir sagen, naja, jetzt drehen wir uns mal auf die andere Seite und denken, die werden schon nachlegen, damit das Feuer früh um 6 Uhr runterbrennt oder so. Ne? Okay, die Fußballer wissen, die spielen Samstag um 2 oder 14 Uhr. Also bei der Feuerwehr weiß man nicht, wann die spielen. Die spielen dann, wenn andere denken, jetzt kommen wir zum Spielen. Zu jeder Tages- und Nachtzeit eigentlich. Das ist ein Wecker, den du nicht stellst. Wir haben einen Wecker, den wir nicht stellen und wir wissen nicht, wie oft der klingelt übers Jahr. Manchmal klingelt er 20, manchmal wir immer 40. Ja, aber schütteln den Wecker. Nee, also im Moment scheint er nicht zu wollen. Ne? Was ist denn, wenn der Wecker jetzt klingelt? Ja, du sind wir ja. Da hast du jede Menge Getränke also, für dich. So, Kameraden, da haben wir meine Schuhe. Da haben wir da unten nochmal ein schönes Abendessen bestellen oben. Ne? Kameraden, der Feuerwehr Oderwitz, Ohrenspitze, auf unseren Haustein-Treffer ist Gott! Schlau! Gott! Schlau! Gott! Schlau! Wo ist der Säcke? Wo ist du, Sack? Was am Arsch? Sie ist überall und unsichtbar zur gleichen Zeit. Wenn ich sie nicht brauche, mache ich mir keine Gedanken um sie. Die Feuerwehr. Rund 23.000 Wehren gibt es in Deutschland. Mehr als 22.000 davon arbeiten freiwillig. In den großen Städten unterstützen sie die Berufsfeuerwehr. Auf dem Land sind sie alleine. Wie funktioniert das, wenn immer mehr Menschen in die Stadt zur Arbeit pendeln oder ganz dorthin ziehen? Wer kann sich da noch ehrenamtlich engagieren? Bis zu 50 Wehren müssen jährlich schließen, weil der Nachwuchs fehlt. In Sachsen ist nur noch jede zweite Feuerwehr tagsüber einsatzbereit. Wir besuchen eine Wehr, die dem Trend entgegensteht. In einem Dorf in der Lausitz, nahe der polnischen und tschechischen Grenze. 3 Wochen verbringen wir mit den 29 Kameraden der Ortsfeuerwehr Ober-Oderwitz. Ihr letzter Einsatz liegt eine Woche zurück. Einer der Dorfbewohner hat sich das Leben genommen. Alarmiert wurde die Freiwillige Feuerwehr mit der Nachricht Person unter Zug. Ja, sind Sie zu? Angeblich Person unter Zug. Cedo? Ja. Muxi ist Melder. Wir werden uns die großen Anscheinwerfer mitnehmen. So. Kannst du mal. Angriffsgruppe folgt mir. Nett und Andi, ihr haltet bitte mal erstmal die Besucher her, die uns begleiten zurück, ne? Danke. Jens? Ja, danke. Nee, ist egal. Und die Lampe mitnehmen? Ja, du nimmst bitte auch die Lampe mit. Wenn der Piepser geht, wissen die Kameraden noch nicht genau, was sie erwartet. Daniel nimmt uns mit zur Einsatzstelle. Auf dem Piepser steht die Meldung also ganz klar drauf. Also der Lokführer hat nach Erfassen der Person
den Notruf über seine Zentrale abgesetzt. Die Zentrale hat es der integrierten Rettungsleitstelle in Ostsachsen gemeldet. Und die wiederum hat durch eine sehr genaue Angabe uns ja, im Prinzip alarmiert. Hilfeleistungsgröße 2, Personen unter Zug. Ja, keine näheren Angaben. Der Zug würde in Höhe des Vorhaltesignals stehen, bei Kilometer 1.0. Es war klar zu erkennen, dass der suizidale Absicht geklappt hat. Ja, und dann geht man zurück zur Mannschaft und fängt dann nur an, verschiedene Maßnahmen zu ergreifen. In Rücksprache mit der Bundespolizei, Einsatzstelle ausleuchten, auch die Personen, weil es war starke Stellreifen, erstmal abdecken. Das für die ermittlungstaktischen Gründe im Nachhinein auch das ein bisschen einfacher ist. Genau. Wie geht man damit um? Wie geht man damit um? Für mich war es nicht der erste Tote. Dann ich weiß, dass ich da relativ gut erprobt bin, dass ich mit Gott gut klarkomme. Ich habe Kameraden, die haben das noch nicht gehabt. Die lässt man erstmal aus etwas weiterer Entfernung die Situation erkennen. Ja, und es muss auch für mich als Einsatzleiter ein bisschen ein sensibles Vorgehen sein. Man muss es akzeptieren, wenn einer sagt, ich kann es nicht, ich möchte gerne eine andere Aufgabe haben. Das muss man halt dann einfach akzeptieren. Wir sind eine freiwillige Feuerwehr, die das ehrenamtlich machen. Dann kann ich das nicht jedem zumuten. Der Einsatz an Unfallstellen macht heute einen großen Teil der Feuerwehrarbeit aus. 11 von 21 Einsätzen im letzten Jahr waren technische Hilfeleistungen. 5-mal sind die Kameraden zum Fehlalarm ausgerückt. 5-mal hat es gebrannt. Der 33-jährige Wehrleiter ist seit 17 Jahren im aktiven Dienst. Die Feuerwehr gehört aber schon viel länger zu seinem Leben. Ich bin von klein auf, also so wie ich laufen konnte, bin ich mit Opa zur Feuerwehr gegangen. Und ich habe eigentlich alle Basics und alles, was es da so gibt, kennengelernt. Und das nimmt man halt einfach mit. Es ist schon die Mannschaft allein. Also in der Mannschaft, die Mannschaft, die wir dann in Oberwitz haben, das ist eine Top-Mannschaft. Also da mag ich jeden durch die Bank weg. Bei uns gibt es das auch nicht, dass man sagt, den nicht, den nicht. Bei uns, wir halten alle zusammen. Und mit so einer Mannschaft kann man eigentlich nur stolz drauf sein, in so einer Feuerwehr drin zu sein. Und dann noch Wehrleiter zu sein. Jugendfeuerwehr antreten! Zweierwehr antreten. Was ist los? Jetzt schon kalt? Okay. Eisrettung. Wir sind als ENF-Besatzung jetzt von der Ausgangssituation. Die Jasmin ist dort hinten ins Eis eingebrochen. Was werden wir eventuell alles vom Auto brauchen? Das könnt ihr jetzt einfach mal holen gehen. Was da denkt, was wir könnten alles brauchen. So, das wird das Ufer sein. Ich kann euch sagen, die Mannschaft steht im Wasser, ihr steht auf dem Trocknen. Hilfe! Ich liege ja schon 20 Minuten. Hallo, hören Sie mich? Ich bin der Tim. Ja, das ist schön. Von der Feuerwehr. Von der Feuerwehr. Und wir werden Ihnen helfen. Und wir werden Ihnen helfen. Bewahren Sie Ruhe. Bewahren Sie Ruhe. Seien Sie ruhig und hören Sie mir zu. Seien Sie ruhig und hören Sie mir zu. Wollen wir das machen lassen? Ja. Weil Sie sollen auch selber auf Ideen kommen. Ich will Ihnen das alles vorschreiben. Bei mir im Einsatz sagt ja auch nicht mal jeder was, was ich so machen kann. Sondern ich muss ja auch selber denken. Als Team denken, einer für alle, alle für einen. Richtig? So, und dann warten wir einfach mal, was wird passieren und wie wir das dann handeln. Lollipop, Lollipop, Lollipop. Also Jasmin liegt jetzt bei 4 Grad 17 Minuten schon im Wasser. Ich weiß nicht, was es da rumzualbern gibt. Die ist tot. Ihr habt alle eine Aufgabe. Der Gruppenführer hat aufgeteilt. Ich mach's ja alleine. Warte, ich muss die Leiter und ich nehme die Kinder runter. Darf ich mir doch die Ketten kriegen und dann auch die leichteste Person schicken? Was soll denn das? Patient ins Eis eingebrochen, meine Leiter. Leiter ebenfalls im Wasser. Deine schauspielerische Leistung, Jasmin. Wir machen jetzt vorne, eine kleine Auswertung. Und du könntest ja dann mal einschätzen, wie das war mit dem Mailer.
so, wie, was du da so für ein Gefühl hattest. Oder wie das gewesen wäre, wenn der nie wäre. Ich bin gerade so schön in Rage, ich könnte gerade alle zusammenschnauzen. Ich bin so schon lustig. War ja auch absichtlich eine Stressübung. Ne? Damit ihr mal dieses Geschrei da im Hintergrund habt. Das ist nicht bei jedem Einsatz so bei uns, keine Angst. Ne? Aber das war einfach mal, um den Puls bei euch ein bisschen nach oben zu kriegen, damit ihr merkt, oh, jetzt muss ich. Ne? Es geht hier irgendwie um was. Das war im Prinzip jetzt auch der Sinn. Wir haben gleich heute zum ersten Dienst was Schönes vorzunehmen. Bitte mal die Kameradin Dennige nach vorn. Und zwar hat die Kameradin Jasmin Dennige am 23.06.2016 erfolgreich den Artenschutzgeräteträger-Lehrgang in Zittau abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Immer viel Spaß bei der Ausübung der Tätigkeit und dass immer alles Danke. Gut verläuft. Das ist sogar richtig geschrieben. Und natürlich auch die besten Glückwünsche. Jasmin ist in Oderwitz aufgewachsen. Für ihr Abitur ist sie ins 40 Kilometer entfernte Görlitz gezogen. Fast jedes Wochenende pendelt sie zum Feuerwehrdienst. Was treibt eine junge Frau wie dich zur Feuerwehr? Ein Freund war in der Feuerwehr. Und durch den bin ich da hingekommen. Und komplett überzeugt war ich am Ende, als ich ihren Einsatz gesehen habe, wo ein Pferd in das Geländer von der Brücke reingerutscht war im Winter und wo dann die Männer das so rausgezogen haben. Das fand ich so cool, dass ich gesagt habe, das will ich auch mal machen. Obwohl ich eigentlich gar kein Pferdeliebhaber bin. Ich fand nur einfach die Situation geil. Und deshalb habe ich gesagt, ich will zur Feuerwehr. Ja. Was hat dich an der Situation beeindruckt? Na, einfach weil das Pferd ist ja so ein starkes Wesen und das ist dort einfach komplett durchgedreht. Hat er einfach panische Angst und die Männer haben eine Ruhe bewahrt und wussten genau, was sie machen. Zumindest hatte man den Eindruck, dass sie genau wissen, was sie machen. Und das war cool, weil man dachte, die Männer haben das unter Kontrolle, die kriegen das hin. Wenn es die nicht schaffen, schafft es Kinder, das Pferd dort rauszuholen. So, das war ganz cool. Das ist jetzt die Slowly-Version für den Dienst. Normalerweise geht das in 3 Sekunden. In der Kristallbox habe ich geschenkt bekommen, wo ich aus der Jugendfeuerwehr ausgetreten bin. Eine Bürste, immer Wechsel-T-Shirts und eine Hose nach dem Dienst. Haargummis, Kaugummis, Duschgel, ein Handtuch, Deo, Atemschutzüberwachung. So, Krimskrams. Ja, so. Oh Mann. Das ist so ein bisschen museumsmäßig. Hier sind teilweise Sachen ausgestellt, alte Ausrüstung. Dann haben wir hier so eine Karte, wo alle Einsätze mal immer eine Nadel reingepiekt wird. Und jede Farbe hat eine Bedeutung. Rot ist Brand, klar. Und Unwetter, blau technische Hilfe, also Unfall zum Beispiel. Und gelb sind die ganzen Fehleinsätze. Das ist zum Beispiel ganz viel im Altersheim. Ich weiß nicht, hatten wir ja schon 7 Fehleinsätze, ganz schlimm. Also bei Brandmeldeanlagen sind immer ganz böse. Das sind so die Leute, die da sind. Wir haben jetzt, gehen wir die Reihe durch. Andi, André, Fred, Schindergarschen, Robert, Steffen, Gixe, Krollung, Rainer, Richie und Guido. Das sind die anderen Frauen. Die anderen Frauen, Entschuldigt. Entschuldigt, ja. Also wir haben dann noch Bianca und Nathalie. Bianca hat eine andere Veranstaltung. Und Nathalie wird aufs Kind passen. Also Nathalie und Andi sind zusammen, haben ein Kind. Und da ist es meistens nur einer da. Probier das noch eine Kleinigkeit vorzustellen und dann Jens. Okay. Punkt 1 ist dieses Buch hier. Das ist schon eine ganze Weile bei mir. Der Grund, warum das so lange bei mir ist, ich habe das von vorne bis hinten durchgearbeitet. Der Rainer hat den Part Elektro übernommen und ich praktisch den Rest. Es geht um die Gefahren der Einsatzstellen, also Thema Gefahrenmatrix. Und hier ist praktisch zu jeder Gefahr noch einmal hartlehnend beleuchtet, auf was man achten sollte.
Fred war früher Jugendwart. Den Nachwuchs bei der Feuerwehr trainiert er heute seltener. Seit er Vater ist, hat er sein Engagement ein wenig zurückgefahren. Bianca und Fred sind seit 16 Jahren ein Paar. Schon als sie sich kennengelernt haben, war er bei den Aktiven. Deshalb kann auch Bianca sich die Feuerwehr nicht mehr wegdenken. Ich bin vor ihm munter meistens, wenn der Piper geht. Und während er sich so aus dem Bett rausquält, stehe ich meistens schon vorne an der Tür, schließe die Tür auf und gerade jetzt im Winter rufe ich ihn dann zu, zieh dir die Schuhe an, zieh dir eine Jacke an, weil sonst wird er also nachts dann im Schlafanzug und mit Hausschluppen bei 20 Grad minus rausrennen. Und dann sage ich auch, Achtung, es ist knapp und nimm mein Auto, wenn jetzt irgendwie was ist, weil seiner ja doch nicht so rauskommt und ja. So, jetzt noch was zu trinken für die Rasselbande und dann geht's auch schon los. Geht ihr mal Hände waschen und kommt zum Abendbrot? Ja. Nun sagen wir ein Dankeschön dafür. Bip, bip. Guten Appetit. Danke gleichfalls. Ho, ho, ho. Kannst du mal meinen Bart abrasieren? Und jetzt du. Die Freiwilligkeit an der Freiwilligen Feuerwehr ist eigentlich nur die Entscheidung zu sagen, ich mache mit. Aber ab dem Moment, wo du gesagt hast, jetzt bin ich dabei, jetzt bin ich Mitglied, ab dann hast du auch eine Verantwortung. Ich sehe das immer so. Stellen wir uns mal vor, ich hätte hier in Oderwitz eine Geburtstagsfeier und sei es meine eigene, hier in diesem Raum. Und ich hätte die Stube voller Leute sitzen. Und meine Frau hätte vielleicht alles vorbereitet, ja. Und dann würde die Sirene gehen. Da würde ich gar nicht lange überlegen. Also da geht es eigentlich nur raus ins Auto und los. Weil, da fragen mich auch manchmal Leute, ja, wie kann man denn so denken und um Gottes Willen und die Geburtstagsfeier, da sage ich halt, man muss das anders sehen. Wir stellen uns mal vor, bei meinem Nachbarn hier drüben brennt das Haus und ich sitze dann zwei Räume weiter und feiere dort fröhlich Geburtstag. Das passt nicht. Ich hab meine Rüstung, Oberwitz, von Gruppenführer, komm hin. Und das war der Auslöser? Hm? Gehen wir gleich mal hoch. Also Einsatzabbruch. Also mit drin. Zementsack. Die Fliesenleger wieder. Zu voll reingeschüttet, der Staub hoch und da ist ein Melder rein. Also ihr könnt euch mal ablegen, wir bleiben noch mal kurz stehen, ich muss noch mal ganz kurz rein, mir alles aufschreiben. Nee, das ist schon bekannt hier, wissen wir eigentlich schon, wenn wir hier hinfahren, es ist meistens Fehlalarm. Trotzdem beeilt ihr euch alle. Ja. Wo wissen wir ja? Man muss immer vom Ernstfall ausgehen, auch wenn man schon oft einen Fehlalarm hier hatte. Das kann ja auch mal kein Fehlalarm sein. Wie lange hat es jetzt gedauert? Von der Baustelle bis ins Depot? Gute 10 Minuten. Also ich war 2 Minuten nach Alarmierung da. Man hätte sich mal wieder über einen Einsatz gefreut, natürlich. Ja. Aber es ist immer eine Erleichterung, weil das ist schon ein Objekt, wo man sagt, wenn dort mal richtig was ist, das wird ein schwieriger Einsatz. Von daher so ein bisschen Erleichterung dabei. Dem Einsatz ist vor dem Einsatz. Ja, so schnell bin ich noch nie vom Spitzberg runtergefahren.
wie jetzt gerade eben. Ich war gerade oben Winterdienst machen und plötzlich ging der Piepser. Da muss man dann auch aufpassen. Man kann jetzt nicht, bloß weil der Piepser geht, dann andere gefährden oder sich selber. Man muss dann schon, und wenn man dann mit so einem Schneepflug unterwegs ist, dann kann man es nicht übertreiben. Also man muss ankommen zählt bei der Feuerwehr. Wir waren jetzt, muss ich mir überlegen, 6 oder 7 waren wir jetzt. Ja, und dann Niederolowitz noch dazu. Und wie viele hätten es sein sollen? Ja, eigentlich hier sind auf dem LF 9. Die anderen auch noch mal. 9, ja, um die 16. Wenn irgendwo eine Fließbandarbeit ist und plötzlich fällt ein Produktionsarbeiter aus oder auf einer Baustelle, wenn der da irgendeine Anlage abgeschalten hat, muss dort eine Revision durchführen und dann kann man nicht so einfach weg. Also es funktioniert nicht immer. Die Praxis sieht dann immer anders aus wie die Theorie. Aber grundsätzlich hat jeder Feuerwehrmann das Recht, sag ich mal, zum Einsatz dann zu fahren. Jetzt machen wir schon mal Pause. Chef sagt immer, die Pausenzeiten müssen eingehalten werden. Genau. Die Tagesverfügbarkeit stellt die Freiwillige Feuerwehr für eines der größten Probleme. Deshalb werden je nach Einsatz gleich mehrere Ortswehren alarmiert. Laut Gesetz muss die Feuerwehr in 12 Minuten am Einsatzort sein. Das ist Geld, wo man früher bezahlt hat. Psst, Ruhe hier drüben. Und gibt's heute noch dieses Geld? Kann man heute noch damit bezahlen? Nee, das gilt nicht mehr. Gilt nicht mehr. Okay, jetzt bitte Plätze in Ordnung bringen, einpacken, Stühle ranstellen. Wer ist Mülldienst? Lernen Sie mal mehr. Fred, hast du einen Pieper im Unterricht dabei? Ja, immer. Wo ich stehe und gehe, ist der Pieper eigentlich mit dabei. Die einzige Ausnahme ist, wenn ich im Schwimmbad bin, dann liegt er draußen auf dem Handtuch. Was sagt denn dein Arbeitgeber dazu? Glücklicherweise, ich bin schon an mehreren Schulen gewesen und die Schulleiter konfrontiere ich eigentlich da am ersten Tag gleich damit und sage hier, wie sieht das aus? Und da habe ich noch nie einen dabei gehabt, der da auch nur eine Sekunde gezögert hätte. Also die haben da sofort gesagt, jawohl, wenn ein Schulleiter hat mal zu mir gesagt, wenn ich im Auto eingeklemmt bin nach Verkehrsunfall, da will ich ja auch, dass mir einer hilft. Also der hatte verstanden, dass diese Leute, die da Feuerwehr betreiben, freiwillig, dass die normale Berufe haben und irgendwo herkommen müssen tagsüber. Selbst wenn die Schulleitung damit einverstanden ist, nicht immer kann ein Kollege so schnell die Vertretung für Fred übernehmen. Daniel braucht zwar keinen Ersatz, ist bei seinem Job aber oft auf Dienstreise. Hallo, die Damen. Hallo. Das hier oben ist ein A7, 68 cm am Durchmesser. Herrn und der Stern sind einfach Markenstern. Ja. Herrn und der Stern ist Herrn und der Stern, da kommt nichts anderes ran. Ist einfach so. Das ist das Markenprodukt in der Weihnachtszeit. Katalogzähle? Ich bin eigentlich für das Vertragswesen und für eine Veranstaltungsorganisation verantwortlich in dem Unternehmen. Also das heißt, zur Veranstaltung gehören auch Weihnachtsmärkte und Messen dazu, ja, wo wir viel Vorbereitungssachen zu organisieren sind. Ja, genau. Und für die ganzen Händlerzulassungen halt. Also Fulltime-Job? Fulltime-Job, richtig. Genau. 40 Stunden die Woche? 40 Stunden die Woche, 5 Tage. Genau. Und wenn das rum ist, ja, dann kommt der zweite Fulltime-Job hinten dran. Nur Rauch gesehen. Was ist denn im Wohnhaus noch drin? Absetzen, hinterm Fahrzeug antreten. Ich nehme dich mal aufs Dach hoch. Okay. Das zweite Licht hier auf die Seite, bitte. Ja? Okay, also von hinten ein bisschen ran, dass wir nach da hinten Licht haben. Alles klar. Okay. Ich brauche von dir einen Atemschutztrupp, einen Rettungstrupp, komplett ausgerüstet. Und dann bitte Wasserstelle hinten Bach. So, seid ihr soweit? Lukas, wenn ich jetzt sage. Ja, Beleuchtung aufgebaut, kommt noch weitere Befehle. Ja.
Klaus, pass mal auf. Wenn die eintreffen, wirst du hier draußen auf der Straße stehen, winken. Und dann würde ich der Gruppenführer ein paar Fragen, also ein paar Fragen stellen. No. Und du tust so, ja, eigentlich hattest du schon Feierabend gemacht. Zwei Gesellen sind noch in der Werkstatt. Mhm. Die wollten aber eigentlich auch schon losmachen. Und als du den Transporter aufgeräumt hast, ist dir aufgefallen, dass zur Tür unten so leichter Rauch rauskam. Hm? Wir versuchen dann auch immer die Lage der Opfer so aufzubauen, wie es auch bei den Einsätzen passieren kann, was so das typische Verhalten von Leuten ist im Brandraum. Also die flüchten sich meistens irgendwo in eine Ecke, wollen zum Fenster, weil sie dort vermuten, eben irgendwo an Frischluft zu kommen. Vielleicht 2 Minuten, bis die roten Lichter wieder an sind. Mhm. Dann kannst du nochmal, machen wir nochmal ein bisschen Verwirbelung hier rein. Eine Alarmübung ist nicht immer angekündigt. Pro Jahr sind 2 davon vorgeschrieben. Fast alles läuft ab wie im Ernstfall. Wir brauchen hier einen Notarzt! Richtig verstanden, Ende. Ist schon alarmiert. Müssen wir eintreffen. 12 Minuten hat er gesagt. 5, 4, 3, 2, 1. So, der Angriffstrupp hat den Brandherd ermittelt. Beginnen jetzt mit der Ablöschung. Na? Und wenn die Ablöschung beendet ist, würde ich dann einen Überdrucklüfter brauchen. Machen wir. Mit Lüfter ausrüsten lassen und am Verteiler Stellung nehmen. Erstmal am Verteiler Stellung. Nur am Verteiler Stellung nehmen. Wenn ihr euch davon überzeugt habt, dass es tatsächlich keine weiteren Brandherde mehr gibt, wird dann das nächste Video. Melden wir uns ab. Brandbekämpfung und Menschenrettung sind abgeschlossen. Frage Druck. 210. 200. Das hält schon gelernt. Die Feller machst du das nächste Mal. Gut, wenn ich mit jemandem, der schon mehr Erfahrung hat, also heute waren wir 2 Unerfahrene. Ich weiß noch ganz genau, als ich diesen ersten Einsatz hatte unter Artenschutz, das war dann immer ein Un- und Fehlalarm, aber diese Anfahrt, du hast so viel Adrenalin, das ging alles automatisch. Also du weißt im Nachhinein gar nicht mehr, wann du was gemacht hast, aber es war alles richtig, weil es dann einfach abläuft. So. Das war total cool, das mitzuerleben. Das ist dann einfach drauf. Tschüss. Tschüss. Also es kam zu viel aufs Moor auf mich drauf zu. Wo ich dachte, das musst du mitnehmen, das musst du mitnehmen, das musst du schleppen. Das muss noch mit. Dann stand mal vorne. Er ist noch dran. Der muss mal in die Feuerwehr kommen. Weihnachtsbaum gezogen, ja, von zu Hause bis zur halben Strecke zum Depot. Achtung! Lass losgehen! Bis dann! Es gibt zwischen 16 und 17 Uhr direkt noch eine Fragerunde mit dem Fachschaftsrat. Na, das sind die Studierenden, die praktisch die Interessen ihrer eigenen Studierenden vertreten und die natürlich aus ihrer studentischen Sicht ihnen nochmal ganz viele Fragen beantworten würden, die sie halt zum wirtschaftswissenschaftlichen Studium haben. Machen die das allgemein, dass erstmal grundlegende Fragen beantwortet werden oder alles, was man einfach gerade fragt? Alles, was sie fragen möchten, können sie dort fragen. Wahlmöglichkeiten, um sich den Stundenplan so zusammenzubauen, liegen über diese Übungen und Tutorien.
Auch wenn das Studium Jasmin noch weiter von der Heimat wegbringen wird, ganz aufgeben will sie die Feuerwehr nicht. Leipzig könnte eine gute Lösung dafür sein. Und das ist so ein Zielkonflikt. Also irgendwo wollte man am liebsten auch dort studieren, wo man die bestmögliche Ausbildung bekommt. Und es kann auch sein, dass es natürlich ganz weit weg ist. Aber der andere Problem ist, man will auch weiter in der Feuerwehr bleiben. Man will ja gerade jetzt, wo man die ganzen neuen Lehrgänge hat, gerade jetzt will man die Erfahrung sammeln. Und das geht halt nicht, wenn ich in Münster bin oder in München oder sowas. Und ich glaube, das ist dieses Gefühl einfach, was man nicht beschreiben kann. Das ist einfach ein Dazugehörigkeitsgefühl. Und ein Gefühl, wenn man jetzt mal eine Woche hatte, wo man unterdrückt wurde oder wo man Stress hat und wo man irgendwie im Mittelpunkt, oder manchmal will man ja einfach im Mittelpunkt stehen. Und in der Feuerwehr hat man eine Funktion, man hat eine Aufgabe, man wird wahrgenommen und man hat ja auch teilweise Führungspositionen oder man hat was zu sagen auch in einzelnen Situationen. Dann hat man sich natürlich auch unterzuordnen, aber man spielt immer eine Rolle, man wird nie unterdrückt. Das ist toll. So, jetzt nimmt sich jede Mannschaft, ihr habt ja gerade gesehen, beziehungsweise ist so jemand dabei, der jetzt gerade hier tatkräftig mit dabei war immer, nimmt sich jetzt ein Rad vor. Die restlichen Ketten liegen hier vorne unter den grauen Schränken und los. Hier, guck mal, da fällt noch vielleicht 2 Zentimeter. Da kriegt man noch was. Wieder wird geübt. Dieses Mal geht es um Schneeketten für Einsätze in höheren Lagen. Wie gesagt, wenn das hier jetzt mal alle gemacht haben, dann weiß wieder jeder, wie es geht. Dann kommt der Frühjahr, dann kommt Sommer, dann kommt Herbst und im Winter stehen sie alle wieder da. Ach, das ist am Ofer, ja. Sehr gut, das sind Eichelsamen oder wie die Dinger heißen. Willst du haben? Nee, durchschieben, nicht ziehen. Das wächst in der Baum. Lass du es machen? Nee, du bist ja schon oben. Also wir haben auch festgestellt, Feuerwehr ist heute, speziell bei uns in der Gegend, immer auch so ein Kommen und Gehen. Es gibt Kameraden, die sind 4 Jahre dabei. Wir hatten welche gehabt, die sind fertig ausgebildet gewesen als Truppführer, als Atemschutzgeräteträger, Kettensägenführer und auf einmal sind die beide weggezogen. Da fehlen auf einmal wieder welche und diese Lücken muss man immer wieder versuchen zu schließen. Und wenn man als Wehrleitung nicht dahinter kommt, eine effektive Mitgliederwerbung zu betreiben, durch welche Wege auch immer, dann ist eigentlich der Schritt nicht mehr weit, dass diese Feuerwehr in dem jeweiligen Ort dann auch in sich zusammenbricht. Einer, der das Problem kennt, ist Freds Vater. Dieter war früher Ortswehrleiter. Wenn man Leuteknappheit bei der Feuerwehr hat, die Zeiten hat es ja auch schon gegeben, dass man an der Aktiven noch 18 Leute wollen, ne? Dann ist man ja auf jeden Mann angewiesen. Und wenn man da mal als Wehrleiter oder als Gruppenführer irgendwas zu kritisieren hat, was ernsthaft ist, richtig, bleibt ohne aus, dann kommt auch schnell die Antwort, ich bin freiwillig bei der Feuerwehr und da höre ich eben auf. Für mich oder uns ist das eigentlich keine tragfähige Begründung. Weil wir sagen dann immer, ja, wir sind freiwillig dabei. Aber bei der Feuerwehr sind 2 Dinge freiwillig. Das eine ist der Eintritt und das andere ist der Austritt. Was dazwischen liegt, ist eine freiwillig übernommene Pflicht. Die Küche stand schon im Vollbrand und im Nebenraum haben die noch gar nicht davon gemerkt. Die saßen an der Stube, dazwischen war der Hausflur und dann die Küche. Und die Frau ist Kaffee holen gegangen und da hat sie es gemerkt. Irgendwie. Wie ist es für einen Papa, wenn der Sohn in die Fußstapfen tritt? Eigentlich schön, aber wie soll ich sagen? Oh, irgendwo macht man sich ja um seine Kinder auch Sorgen. Man geht in einen sauberen Raum, wo alles abgeschalten ist und nichts passieren kann. Deswegen kommen wir ja, weil es eine Gefahr gibt. Ja, genau. Wo andere rausrennen, rennen wir rein.
Willst du mal Feuerwehrmann sein? Nee. Nee? Nee. Das passt aber nicht als Familienkonzept. Na? Genau. Ich glaube, da brauche ich mal eine Hemko. Da wollte ich sagen, jetzt siehst du vernünftig aus. Ja, das kann auch passieren. Nee, wir dürfen ja eigentlich nie was schneiden. Wie? Was, ja, hier wird bloß immer durchgekämmt, ja, oder? Ja. Hm. Na ja. Also fängst du an oder bist du fertig? Wir fangen jetzt an. Du bist ein bisschen zeitig. Ich wollte gerade sagen, hätte sich da gelohnt, noch einmal die Platte zu korrigieren. So, wir machen wie immer, Daniel. Ja. Ich musste jetzt neulich erst ein bisschen schmunzeln. Da war ein junger Mann bei mir und der wollte eine schöne kurze Frisur haben. Und wollte das schon so in der Art, wie das der Daniel hat. Und da musste ich schon so ein bisschen lachen und schmunzeln. Ne, Fred, da muss man doch schmunzeln. Da muss man schmunzeln. Und der wollte praktisch einmal im Leben aussehen wie Daniel. Das ist so ein Standard oder schön. Ja, die wollen alle immer den Daniel. Das ist eigenartig. Man fragt sich doch manchmal, ne? Das ist, weil ich so goldig bin. Mhm. Nein, also ich fühle mich schon geehrt, ja, dass junge Leute mich als Vorbild nehmen, weil ich ja ich mache auch nichts anderes wie die anderen. Ja. Du bist halt sehr aktiv. Das ist richtig. Ja, und einfach wahrscheinlich auch diese oft geschlossene Ort so, ne? Den Shadow, den kennt einfach jeder. Oder? Also zumindest kennt Shadow jeden. Ja. So, und dann schließe ich draus, dass es umgedreht auch so ist. Ja, das sind schon den Großteil des Dorfes, ja? Kennt man, ja. Genau. Und sind wir am Ende? Hi. Ach, bist du denn hier? Grüß dich. Da brauchst du lachen. Hast du den Fan-Entarschen stehen gehabt dieses Jahr? Hey, mein Bruder. Hey, hallo, grüß dich. Alles gut? Na doch. Hey, grüß dich. Ja, man setzt sich dann irgendwo mit an den Tisch und logisch, dann gibt es einen Glühwein, dann gibt es einen Schnapsel, dann, ja. Da kannst du nicht meckern. Genau. Das gehört dazu. Öffentlichkeitsarbeit, ne? Das ist der Häuptling davon, von der Gäste. Hallo, Eimer! Sie kommen uns natürlich besuchen, weil wir fahren ja auch mal dorthin besuchen. Ja? Uns gegenseitig ein bisschen Kassen füllen, das Geld quasi austauschen. Ne? Und mit Finanz. Zwei Glühwein, ein Bier, eine Menschen. Ich schätze mal, das schreibe wieder auf. Ja. Was für ein Bier? Holsten oder Eimer? Offiziell ist ja auch schon lange Schluss, aber wir machen natürlich länger, weil man sieht, wie viele Leute hier noch sind. Da muss man ja natürlich das Geld denen aus den Taschen ziehen. Der Schnaps steht auch schon bereit, irgendjemand geht dann rum. Das ist dann immer die beste Taktik, mit so einem Körbchen voller Schnaps rumzugehen, immer so ein Trick bei solchen Gruppen. Und dann wird man ja auch noch los, dann sind alle super drauf und dann macht man noch ein bisschen Geld für die, außer alles für die Jugendfeuerwehr. Also alles für einen guten Zweck, dass die ja alle Alkohol trinken. Das ist eigentlich, sage ich mal, als Feuerwehrmann, man will es ja auch. Ich meine, man geht ja nicht so nur zur Feuerwehr, um anderen zu helfen. Man geht ja eigentlich auch zur Feuerwehr, lässt hier auch was erleben. Und da können wir andere Leute erzählen, was sie wollen, das ist einfach so. Und wie gesagt, ich meine, wir haben schon Extremmonate gehabt, aber ich sage mal, wenn da mal eine gewisse Zeit gewesen ist, wo nichts ist, sagt man sich insgeheim, man wollte wieder mal gerne
obwohl es für andere Leute eben eine schlimme Sache ist. Hey, mein Guter, grüß dich. Die freiwilligen Feuerwehren haben Tradition. Während die Gesellschaft sich in ständigem Wandel befindet, übernehmen ihre Mitglieder seit über 150 Jahren Verantwortung. Auch ohne Einsatz hat es dann doch noch einmal gebrannt. Kontrolliert, versteht sich. Und wir haben Menschen getroffen, die Feuer und Flamme für etwas sind, das einen großen Teil ihrer Identität darstellt. Weil die Kameraden nie wissen, wann sie sich wiedersehen, verabschieden sie sich mit bis dann. Also, Freiwillige Feuerwehr Oberoderwitz, bis dann.